Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Parkasaurus. Ja. Die zwei gehen hier voll ab mit ihren Bällen. Also sie sind wirklich happy darüber. Oh, ja. Und es ist schon wieder ein Mitarbeiter aufgestiegen. Das finde ich ganz toll. Wir werden auch ihn ein bisschen hochleveln. Oh, ja. Aber wir haben letzte Folge echt einiges geschafft und das freut mich. Unseren Dinos scheint es soweit gut zu gehen. Wir brauchen hier definitiv Mülleimer. Oh, und ich weiß wieder nicht, wo wir die finden. Parkausstattung, Spendenbox, Bank, Mülleimer, das siehst du. Einer, zwei. Dann haben wir hier eine Bank. Okay, hier hätte ich halt auch noch gern eine gesetzt, ne? Ach doof, ach doof. Da habe ich zu wenig Weg. In erster Linie. Und kann ich das auch verschieben? Kann ich das nehmen und verschieben? Oder muss ich es zerstören? Okay, ich zerstöre es. Bis ich das jetzt wieder gefunden habe hier. Wir setzen hier noch eine Bank hin. Und da dann den Abfalleimer. So wird's gemacht. Genau. Denn die Leute, ihr seht, sind auch ziemlich unglücklich. Und das wollen wir absolut gar nicht. Wir können dann hier... Ah, hier sind Dekorationen. Ballongeschäft. Was kosten die? 1700. Hotdog kostet 1500. Ach, wir haben hier auch einen Präsentationsstand. Das ist natürlich auch ganz cool. Ich würde sagen, er sollte vielleicht hier dann irgendwo hin, oder? Brauchen wir jetzt hier einen Forscher? Nee. Finde einen Wissenschaftler anheuern. Okay. Wir brauchen nochmal einen Wissenschaftler. Wie kommen wir hin? Sind sie ja. Ja. Perfekt. Wo bist du, sind sie ja? Würde dich gerne finden. Mitarbeiter. Da ist sie. Und du kommst hier rein. Ach Gott. Genau. Samstag, Sommer. Und es regnet. Na, ganz toll. Da ist wahrscheinlich nicht viel los. Ja, aber da müssen wir auch durch. Das ist halt normal das Leben, ne? Das ist nun mal das Leben. Ich werde dann vielleicht auch hier nochmal ein Gebäude errichten. Den Dino Hotdog. Wow. Der ist schon gigantisch groß, ne? Brutal. Ja, das machen wir auf jeden Fall weiter. Und dann sollten wir dann auch auf dem Weg hierhin
hier dann irgendwelche Toilettenhäuschen setzen oder so. Mal gucken. Ballongeschäft. Parkausstattung, Informationsstand. Hilft gestern im Park zu leiten. Ah, okay, hier können sie wieder Kräfte bekommen. 700, das Geld haben wir gerade nicht. Am Mitarbeitergebäude 2000. Wow, wir können hier so viel machen. Ich werde das kurz mal vorspulen und euch dann wieder dazu holen, wenn wir wieder genug Geld haben. Okay, wir haben einen neuen Tag. Es ist sonnig endlich wieder. Und ich habe hier auch den Weg ein bisschen ausgebaut. Und dann würde ich halt... Nee, es ist nicht sonnig. Was rede ich denn? Es regnet ja noch immer. Ach, ist das mies, ist das mies. Ich würde sagen, dass wir den Leuten gerne mal hier den Pavillon gönnen, oder? Vielleicht sogar... Da kann ich dann eh nicht mehr so viel bauen. Ja, da ist wenigstens schon eine kleine Deko dabei. Und dann wollte ich ja noch für die Mitarbeiter und das, ja, toll. Das reicht eh schon wieder nicht mehr. Es ist ganz toll. Es ist einfach herrlich, wie hier das Geld zunichte geht. Deko will ich jetzt auch nicht so gerne. Köstliche Wandtanz. Wir brauchen halt echt bald mal eine Toilette. Ich glaube, die müssen wir sogar erst freischalten, oder? Genau. Die haben wir ja noch nicht mal. Mal ganz kurz in die Wissenschaft rein. Toilette. Wir brauchen 900. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr so viel. Oh. Ich bin dann gleich wieder da, wenn ich wieder was machen kann. Und es ist ein neuer Tag, es ist Montag und es ist schon Herbst, aber es scheint tatsächlich wieder die Sonne und wir haben ein bisschen Geld. Das heißt, wir können... Ah, da ist ja eh ein Toilettenhäuschen. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Ach, Mann. Ja, ich bin ja wieder gut drauf, ne? Die Toilettenhäuschen machen halt immer kein so schönes Bild. Aber ich sollte sie auch nicht zu weit weg von den Essenständen haben. Ja, deswegen hilft es halt einfach mal nichts. Okay. Und wir haben einfach jede Menge Toilettenhäuschen gebaut. Und dann wollte ich das Mitarbeitergebäude. Und das werden wir auch hier hinbauen. Ah, so. Ja, ich denke, ich werde da hinten sowieso nicht mehr allzu viel hinsetzen. Und dem hier passt das schon. Genau. Das ist gut so. Kein Futter. Warum haben wir kein Futter? Wir haben hier Büsche. Leute. Sagt mal. Wie viel brauchen die am Tag, so ein Dino? Wenn das jemand weiß, schreibt mir das doch gerne mal. Denn puh, ich habe jetzt echt keine Ahnung. Aber es ist auch doof, dass ich die hier nirgendwo hin tun kann, ne? Hm. Na ja, gut. Auf jeden Fall ist es nicht richtig, dass wir kein Futter mehr haben. Mitarbeitergebäude freischalten durch die Erforschung von Packer. Aha, aha. Und was können wir jetzt hier machen? Ist einfach nur ein Versorgungsgebäude. Okay. Train.
Nee, ich will das nicht bauen. Ich möchte nur. Brauche ich denn da schon wieder einen neuen Mitarbeiter oder so? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte ich auch noch einen zweiten Veterinär einstellen, denn ich habe so das Gefühl, dass der eine jetzt schon überfordert ist, ehrlich gesagt. Den Dinos soll es gut gehen und das ist das Wichtigste. Medizinprotokoll. Ach, du grüne Neune, strapaziert der Magen. Okay. Ja, ihr könnt euch das immer so ansehen, ne? Ich, ja, komm hier nicht ganz mit, was da los ist. Ah, oh, ja. Oh ja, alles klar. Dinopedia. Ich möchte gerne neue Dinos haben, ehrlich gesagt. Das fände ich eigentlich ganz cool. Parkinfo. Okay, wir sind. Wir haben 2 Sterne. Wir haben 25 Herzen, deswegen könnten wir mal ganz kurz gucken. Ein verbesserter Druck für Pflanzenfresser. Ja, das wäre echt mega. Okay, Metallzaun. Okay, das behalten wir uns noch. Muss ich den verbesserten Druck jetzt auch erst kaufen? Wahrscheinlich, ne? Kleiner, großer. Ein verbesserter Druck für Pflanzenfresser. Kann ich denn auch alle 2 hier drin lassen? Ich würde dann einen mal hier hinstellen. Und auch hier. Und dann kann sich jeweils ein Veterinär darum kümmern, ne? Sie wollen hier natürlich wieder Pflanzen reinsetzen. Aber ich hätte halt gerne Büsche. Ich hätte echt gerne wieder Büsche. Ja, mach das mal. Okay, aber unsere Dien. Ach! Oh, Entschuldigung. Verschluckt vor lauter Begeisterung. Wir haben jetzt. Bunte Bäume, der ist sogar lila hier. Gelb, ach schön. Ist das cool? Ja, Herbst natürlich, ne? Aber ich habe es wie immer nicht bemerkt. Okay, ich habe keinen Busch mehr im Inventar. Ich weiß echt nicht, wie viel ich mir da liefern lassen soll. Langsam ist es ein Wahnsinn, was die hier essen. Ah, das wird schon. Es wird alles. Dienstag und immer noch Herbst. Ich bin jetzt gespannt, wie das im Winter wird. Da werden wir wahrscheinlich nicht so viele Einnahmen haben, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, aber wir gucken einfach mal. Oh. 22 Herzen haben unsere Dinos mittlerweile schon. Wir haben auch einige an Forschungspunkten erhalten. Ach, okay, ich kann die auch einfach aufmachen, alles klar. Oder muss ich die sogar einfach immer aufmachen, sonst sind die weg? Gott, das wäre ja schrecklich, wenn ich das jetzt übersehen hätte. Okay, mir ist jetzt noch nicht ganz klar oder schon wieder nicht mehr ganz klar. Guck mal ganz kurz. Wann bekommen wir neue Dinos? Muss ich mir das hier freischalten? Okay. Zuckerbrennen.
Blumenbeet, Orangen, Bananen. Nee. Oder meint ihr, es kommt dann hier drauf an, dass wir vielleicht einfach direkt nach einer anderen Art suchen sollen? Ja, aber die sind noch nicht frei. Ach, können wir die vielleicht dann nur weiter unten finden? Auch nicht. Ich bin jetzt ziemlich unsicher. Okay, das kostet uns was. Wir können leider nur die zwei auswählen. Oh, schreibt mir das ganz gerne mal in die Kommentare, wie ich neue Dinos bekomme. Das ist jetzt gerade, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Guck noch mal ganz kurz zu den Herzen rein, ob wir hier eventuell die Dinos freischalten können. Nee. Das sind halt einfach nur Gegenstände. Genau. Das heißt, es muss irgendwo anders gehen. Ja, ich sehe hier auch nichts mit Dinos. Ja, schreibt mir das gerne. Ich bin einfach gerade etwas. Seismosaurus. Wie kann ich euch finden? Weil theoretisch ist ja der erste Schritt hier zu erforschen. Nicht erforschen, zu erkunden. Und wenn ich aber die anderen nicht anklicken kann, dann habe ich ja irgendetwas noch nicht. Und das weiß ich im Moment nicht. Okay, ihr sagt mir das und wir gucken dann einfach mal in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine der Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss. I love you. Bye-bye.